Das schäumt aber, ey. Danke, Johannes. Alles gut, Lady, alles gut. Wie weit seid ihr gekommen, Scum? Du weißt doch, mein Teilzeit-Alzheimer hat wieder zugeschlagen. So, hier klappt das jetzt so ein bisschen mit der Holzlieferung, ne? Oh, Bretter gibt ordentlich, ne? Sagen, da werden wir jetzt auch mal ein bisschen pushen. Zweiten. So. Da müssen wir hin. Zum Entladen. Nehmen noch mal die Bretter vor. Ich hab keine Ahnung, nicht dass er noch Holz hier, ne? Lädt. Hab ich keinen Bock drauf. Zack. Weg. Kannst auch. Wir laden die Bretter hier und ich hoffe, die sind gleich zufrieden. Ja, ist immer noch wenig Holz, ne? Sagen, da werden wir auch mal die Fahrzeuge zurückrufen. So. Ah. Dann können wir die auch mal hier direkt aufwerten. Ach du Scheiße, warte mal. Okay, den haben wir nicht aufgewertet. So, das ist der aufgewertete. Der kann wieder los. Jetzt nochmal bitte zurück. Wer weiß, wo der schon hingefahren ist. Apfelschorle? Nee, was ist das? Ginger Ale. Ah ja, das ist gut. Ihr wisst, wenn man krank ist, soll man viel trinken. So, den werten wir auch auf und mach dich wieder auf den Weg. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier wieder ein bisschen rausholen können. Die Nachfrage ist sogar gestiegen, ne? Vielleicht sogar einen dritten noch investieren hier. Da kannst du entladen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man auf diese Komplettliste meiner Depots kommt, ne? Hoffen. Na guck mal, die sind schon gelb. Sehr gut. Bitte hätten wir hier ein größeres Lager hinbauen sollen für die Bretter. Aber ist egal, dann machen wir schon. Hier kriegen wir noch ein paar Maschinen nebeneinander. Da nochmal zwei. Hier nochmal, was weiß ich, wie oft. Jetzt schon. Ja, die Zombies nerven halt total. nice. Ah, Ginger Ale ist geil. Kein neues Gold leider. Aber egal. Ja, Lidi, ich weiß. Ich muss es eigentlich auch mal wieder zocken, weil Scum habe ich, als es rauskam, habe ich das gesuchtet. Und dann gab es da immer noch so ein Problem, dass du fast eine Sekunde lang bist zwar zugeschlagen, aber die Abfrage oder die, ne? Der Treffer zählte erst eine Sekunde später. Das war nervig.
So. Wir müssen gleich mal echt auf die anderen Sachen umschwenken, ne? Aber ich glaube, die ersten Städte, die gehen auch wirklich nur auf die Ressourcen, die man hier gewinnen kann, oder? Kommt mir jetzt zumindest so vor. Aber die sind auch schon gut mitgewachsen. Sind ja auch kurz vor der Stadt. Erbach bei 375. Wird sie bestimmt auch bald ändern. Erbach akzeptiert jetzt mehr Holz. Ja, toll. Fällt euch ein. Was lädst du denn gerade? Ja. Falsch. Brauchen wir. Wird auch nur Holz, ab ins Depot mit dir. Jetzt mit jedem, würde ich sagen, ne? Da fahren wir nach Hause. Zählte das? Ich glaube ja, ne? Ach, oh, das ist eine. Warte mal. Ja, das ist doch schon der Ausgebaute. Ja. Unrentabel. Welches Fahrzeug ist denn das bitte? Wo habe ich den denn hingeschickt? Mengenabzweig. Ich liefere doch nirgendwo aus. Warte mal, dann machen wir mal weg hier. Hier sollen die Bretter nach Erbach. Erbach Ost wird abgeholt. Ja. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen vertan, ne? Oh, es kann jetzt natürlich sein, die Fahrzeuge, die nicht eingetragen sind, nehmen sich die Bretter, ne? Hey, Holz. Du bist der Übeltäter, oder? Der fährt jetzt erstmal dahin. Erbach Anbau, entladen. So, aber so langsam kommt die Kohle rein. Fällt mir schon mal. Ja, genau, Johannes. Also ich werte die auf. Ne, also das ist noch der erste LK. Ne, das ist der zweite schon. Shit. Wo ist denn der erste? Ich glaube, hier haben wir schon alle aufgewertet. Die neueren. Das ist der alte. Das ist der alte, der kann nur 5 Einheiten bewegen. Und der neuere ist, glaube ich, auch schneller. Obwohl, ne, die fahren genau gleich. Leistung 62 kW. Oder doch. Er ist jetzt aber, ne, er ist gerade auf einer Geraden. Er bremst wahrscheinlich gerade ab vor der Kreuzung. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Hier steht es doch, guck mal. 58 kW, 89 kW. Ne? Und er kann 7 Einheiten transportieren. Das mit dem Aufwerten ist halt.
Ist nicht so kostenspielig, als wenn du einen Neuwagen kaufst, aber es ist ganz praktisch, weil irgendwann wird die Karre aufgeben. So, jetzt wachsen die zwei Städte hier schon zusammen. Doch, die sind jetzt ein bisschen gewachsen. Nullinger, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ne, die KMH-Zahl ist, wie er gerade fährt. Pass auf. Nimm ich dich. Gerade Gas. Folgen wir ihn mal ein bisschen hier. Siehst du auch, wenn er gleich steht, geht's runter auf 0. Prescht er mit 50 durch die Stadt hier, ne? Oh, was habe ich gemacht? Als speichert, okay. Muss, muss. Und selbst mir geht's auch gut. Also, was heißt gut? Ich versuche noch meine Krankheit ein bisschen auszukurieren. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Nullinger, spielst du auch Voxel Tycoon? Oder schaust zum ersten Mal rein? Pass auf, den holen wir jetzt auch mal zurück. Wir haben gerade Kohle, deswegen müssen wir mal ein bisschen aufwerten. Aber müssen wir eigentlich auch mit den Kohlefahrzeugen machen. Ob wir gehen jetzt auf die 300.000 zu. Geil. Hat er schon drin? Okay. Bei den nächstgrößeren. Hier hast du auch nochmal die Einheiten, wie sie hier stehen, ne? Kohle gibt genau denselben. Dass er jeweils zwei Einheiten mehr tragen kann. Dann statt des Vollpreises haben wir nur einen Teil, den wir investieren müssen. So, Eisen. Jetzt können wir eigentlich schon mal die großen Lagerhäuser bauen. Großen, habe ich gesagt. Halt, stopp, wir brauchen noch Kohle. Lassen wir uns anliefern oder ziehen wir die hoch? Ne, warte mal. Das, machen wir das anders? Würde sagen, die Verarbeitung machen wir lieber hier. Nur wie gesagt, wir brauchen Kohle. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das anstellen. Hope kennst das Game nicht. Okay. Falls du Fragen hast, hau raus, ne? Also. Wenn du Factorio gespielt hast. Richtung geht's. Alter! Das Ding will mich jetzt gerade verarschen, oder? Ich will doch nur gucken, ob das da dran kommt. Jawohl, kommt es. Egal, der packt jetzt da schon Eisen rein. Ach, hier packt er Eisen rein, okay. Das gerne umändern. Wähle einen Artikel. Perfekt. Kohle. Wir könnten natürlich jetzt auch zwei Fahrzeuge nehmen, die andauernd Kohle hier anliefern, aber die machen dann null Runden, also die verdienen dann nichts mit den Fahrten. Weil das auch gar nicht so tragisch ist. Komm, wir machen das mal. Brauchen zwei von denen hier. Dann laden wir mal hier die Kohle auf. Jetzt habe ich den zweiten Wagen weggemacht. Damit. Damit es hier nicht mehr so voll wird, setze ich den Terminal mal nach innen. Lass mich den doch dahin bauen. Warum nicht?